Am Kulkwitzer See in Leipzig sind am Dienstagvormittag zwei Leichen gefunden worden. Obwohl die Fundorte der Toten etwa 200 Meter weit auseinander liegen, besteht nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Polizei zwischen den beiden Todesfällen kein Zusammenhang. Die Ermittler schließen Straftaten als Todesursachen bislang aus. Das erste Opfer, eine ältere Frau, sei ertrunken, so das vorläufige Gutachten der Gerichtsmedizin. Bei dem zweiten Leichnam handelt es sich vermutlich um einen 65 Jahre alten Mann, der zunächst gebadet und dann reglos am Strand gelegen habe, so Augenzeugen. Die Gerichtsmediziner gehen hier von einem Herzinfarkt als Ursache für den Tod aus. Die genauen Umstände sollen nun die Obduktionen klären.